So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Let's Play Pokémon Platin Together. Heute wieder zu zweit. Der Koto ist heute wieder im Hintergrund dabei und kommentiert mit. Und guten Abend. Ja, ich habe offscreen ein klein wenig trainiert. Das ganze Team ist jetzt Level 55 und bevor es in die Top 4 geht, wir müssen hier noch eine Kleinigkeit erledigen. Halt! Geh nicht ohne mich. Du willst doch in die Pokémon-Liga, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns besser vorbereitet ist. Kämpfen wir. Ja, den haben wir jetzt noch, bevor wir in die Top 4 gehen dürfen. Wir hatten diesmal auch ein relativ starkes Team aufgefahren. Nur, dass ich jetzt ein gutes Stück trainiert habe und ja, dass deswegen jetzt kein so großes Problem mehr sein sollte. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal fröhliches gegenseitiges Bedrohen und hey, Chris ist sogar schneller als der Staraptor. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Gut, es sind zwar 7 Level dazwischen, aber das macht normalerweise keine 30 Init-Base aus. Das alles überlebt bei mir irgendwie klar. Eine Kehrtwende. Aha. Okay. Aber nach dem kommt nicht direkt die Liga, oder? Also man kann erst noch heilen. Ja, wir können dann auch noch heilen, das ist kein Problem. Ein Relaxo, okay. Relaxo ist auf der physischen Def ein bisschen schwächer als auf der speziellen, aber gut, wir sind auf minus 1 Angriff. Ich schaue mal, was das abzieht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht allzu viel sein wird. Ja, aber wir haben ihn paralysiert. Das ist schon mal gut. Verprügeln wir ihn einfach mit einem Nahkampf. Oh, ein Erdbeben kann der. Okay, wenn ich das jetzt überlebe. Komm schon, Wupan, du überlebst das. Bei dem ganzen Training, das ich gemacht habe, waren eigentlich hauptsächlich Pokémon dabei, die EV auf die Verteidigung gegeben haben. Weswegen unsere Pokémon jetzt alle ganz schön viel Verteidigung haben. Allerdings auch nur physische, spezielle nicht wirklich. Also, das war einfach. Ja, so. Dann kommt das nächste Staraptor. Ja, komm, da bleiben wir gleich drin. Das geht mit dem Tempo-Hieb kaputt, auch wenn wir einmal bedroht werden. Und selbst wenn. Ja, sogar einen Volltreffer gemacht. Der war hier, glaube ich, mal nicht nötig. So, da kommt Empoleon. Ach komm, bleiben wir gleich drin. Haben die alles so schwache Pokémon in der Liga oder ist er? Cynthia ist uns noch ein gutes Stück, ist noch ein gutes Stück über uns. Also ihr Knarkrack ist, ich glaube, Level 62. Ja, okay, vorhin der Cynthia hätte ich auch ein bisschen was erwartet, aber ich meine jetzt die Top 4. Wir sind über Herbaro und über Theresa und ab Ignaz sind wir dann ungefähr gleich. Kann sein, dass wir vielleicht bei Ignaz, wenn wir ein bisschen EP noch bis dahin kriegen, dass wir da vielleicht auch noch leicht drüber sind. Noch aber ein Scaraborn. Okay. Wer die effektivste Attacke dafür hat, unser kleiner Wendigo. Ansonsten hätte ich jetzt auch das Ganze mit Whitey machen können. Allerdings hat der Kleine hier die eindeutig effektivste Attacke dafür. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass Wendigo keine starke Pflanzenattacke hat, obwohl das mit Rasierblatt es gibt. Also ich habe sowieso gesagt, bei der Rückrunde von der Top 4, da trainieren wir eh bis ungefähr Level 70 und mit 71 lernt der Kleine noch Laubklinge. Ja, aber ich meine, es ist jetzt eh nicht so wichtig. Also Pflanzenattacken sind jetzt nicht ein Must-Have. Nicht wirklich. Also gegen Cynthia können wir Wendigo sowieso nicht wirklich brauchen, weil alles, was Cynthia hat, hat irgendwo eine effektive Attacke und vor allem auch eine spezielle effektive Attacke gegen unseren Wendigo. Ich habe die Movesets schon mal angeschaut. Das tut alles eben irgendwie weh. Jetzt müsste eigentlich nur noch sein Roserade haben. Ja. Was machen wir denn gegen Roserade?
ich würde sagen, wir hauen Wupan rein und machen einen Flammenrad. Das müsste das Effektivste sein, was wir haben. Rosa Rad ist auf der physischen Def ein gutes Stück schwächer als auf der speziellen. Und auf der speziellen ist das Viech richtig stark. Wenn es einigermaßen gut funktioniert, kann ich mit Whitey allein Theresa weghauen. Okay. Also brauchen wir ja schon fast keine Heilung mehr. Wupan hat sich ja selber auch geheilt. Ich heile trotzdem nochmal allein, weil ich ein paar Attackenpunkte wieder haben will. Sicher. So, eingekauft habe ich in Sonnewick schon, also... Ich hab das Inventar auch nochmal durchgeschaut. Wir haben mehr als genug, um da durchzukommen. So. Dann. Hier hast du alle Ohren. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit was Herbaro anfängt, allerdings kann Wupan da vorne gar nicht mal so verkehrt sein, weil egal was es ist ein Käfer-Pokémon. Ja. So. Dann wollen wir mal. Er fängt mit einem Pudox an. Ein Pudox? Okay. Nee, dann hast du die Diamant-Perl wahrscheinlich. Du musst auf die Platin schauen. Das, kann, das war mein Fehler dann. Ja. Genau, da unten, ja. Okay, Jan Mega. Das Viech kriegt erstmal einen Feuersturm. Kleiner Fun-Fact: Jan Mega ist das Käfer-Pokémon mit der höchsten KP-Basis. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört. Wenn ich mich nicht. Pion Draghi. Okay. Das Viech hat nur eine einzige Schwäche und das ist Boden. Die einzigen Pokémon bei uns, die Boden attacken können, sind Wendigo und Nick. Wendigo schicke ich da. Wobei, der wird eigentlich mittlerweile physisch alles tanken. Der hat fast 200 Verteidigung inzwischen. Nö. Ja. Durch das ganze Verteidigungs-EV-Training da hinten hat der nochmal so ordentlich nachgelegt in der Def. Also das ist jetzt eine physische Mauer. Okay, der war ja schon vorher ziemlich ordentlich. Ja, der hat ja noch ein Def-Plus-Wesen da. So, das ist eine Citrubeere. Das Pion Draghi passt eigentlich gar nicht so richtig in sein Team. Weil Pion Draghi ist ja eigentlich kein Käfer-Pokémon. Also, es entwickelt sich zwar aus einem Käfer-Pokémon, aber es ist Unlicht und Gift. Womit es ja nur noch diese eine einzige Schwäche hat. Weil alle anderen neutralisieren sich. Ja. So, Scaraborn kommt. Ja, unseren Scaraborn schlechter haben wir hier ja noch. Wendigo tankt auch definitiv alles, was ein Scaraborn uns entgegenwerfen könnte. Ja. Ich meine, Scaraborns Spezialangriff ist absolut unterirdisch und sein physischer Angriff ist zwar gut, aber ja, an unserer Def kommt der nicht ran. So, jetzt müsste nur noch seinen Hornweißel haben und ja, okay. Die Frage ist, was schickt man denn gegen das Hornweißel rein? Ich will das Viech eigentlich möglichst schnell kaputt haben. Na komm, ich mach das mit Chris. Dann ist das Viech nämlich auch gleich einmal bedroht. Und Weißel ist eh physisch. Na, der hat sogar noch eins dahinterher. So. Oh, ja. Dann kriegst du jetzt erstmal einen Funkensprung. Und Weißel ist zum Glück relativ langsam. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Viech alles für Attacken kann. Ich weiß, dass es Schlagbefehl, Blockbefehl und Heilbefehl kann, aber ich weiß nicht mehr, was die letzte war. Sehr knapp. Okay.
ein Blockbefehl. Das bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Doch, bringt ihm was, weil er jetzt noch eine Top-Genesung reinhaut. Okay, aber es sei denn, wir critten jetzt, dann hat es ihm definitiv nichts gebracht, außer dass er uns nochmal AP gestallt hat. Wobei, mit dem Crit kriegen wir ihn ja auch so kaputt. Aber gut. Und wir haben ihn paralysiert. Deswegen mag ich Funkensprung so gern. 30% Parachance. Chris bekommt keine Attacke per Level mehr. Ladungsstoß kriegt er noch. Okay. Da würde ich ihm den Donnerzahn dann weg. Ja, ich. Darum ging es mir sogar, weil. Ach, Sherox hat er noch. Ja, okay. Ja, genau. Das wird einfach. Ich hatte irgendeine Attacke, wo er mit 49, 50 bekommen hat, die ich ihm nicht beigebracht hatte. War gut so. Weil ich denke, ja, nur um Crit-Chance zu erhöhen, lohnt es nicht so wirklich. Das war bei Neo, wo das war mit dem Klingensturm und der Klingensturm ist eh schlecht. Also. Achso, okay, war bei Neo. So, da ist unser Wupan Level 56. Ja, dem seine Werte sehen mittlerweile auch echt gut aus. So. Mal schauen, also der Kampf war jetzt relativ schnell. Vielleicht schaffe ich sogar noch bis Ignaz. So. Den nächsten Kampf lead ich mit Whitey. Ansonsten, falls das Sweep mit Whitey nicht funktioniert, Wendigo räumt darauf. So, Teresa, dann komm du doch mal her. Unser Whitey hatte ja bisher, glaube ich, noch kaum Screen Action. Also bei mir ist er noch nicht rankommen. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gegen einen Gyarados benutzt und sonst noch gar nicht on screen. So, dann wollen wir mal. Ich denke, nach der Liga gibt es eh noch genug, wo er kommen kann. Ich nutze hier immer diese super Gelegenheit aus, wo Theresa in ihrer ersten Runde einen Sandsturm rausholt. Kann man nämlich immer super zum Boosten benutzen. Ja. Jetzt machen wir doppelten Schaden und jetzt sweepen wir durch. Okay. Na gut, das wird einfach dann. Ich habe Theresa schon immer mit Tobutz gemacht. Aber die hat eigentlich ganz coole Pokémon. So ja, sie hat coole Pokémon, ja, aber sie hat eine ziemliche Schwäche auf der Spezialverteidigung und die nutze ich hier jedes Mal aus. Unser Whitey hat auch standardmäßig gar nicht mal so wenig Spezialangriff. Ach, der ist auch schon weg. Ja. Da habe ich nur kurz im Pokédex, in der Poké-Wiki nachgeguckt, was der für Pokémon hat. Da ist der nächste schon down. Ja, ich kann hier alles mit unserem Whitey sweepen. Ich meine, ihre Pokémon sind alle super in der physischen Def. Das ist alles schön und gut, aber ja. Die Spätz-Def ist bei denen einfach überall unterdurchschnittlich. Das bisschen Sandsturmschaden, das wir da kriegen, das ist mir auch ziemlich egal. Oh, das Rihuanyo hat sogar überlebt. Okay. Oh, und der kann viel ändern. Das ist... Das tut weh. Das tut jetzt wirklich weh. Ah, gut. Aber gut, Whitey hat zumindest 2,5 kaputt bekommen. Ah ja, jetzt weiß ich, warum er das überlebt hat. Ja, stimmt. Es ist ja noch ein Sandsturm da. Okay. Dann würde ich sagen, Wendigo darf aufräumen. Und Rihornia hat auch noch diesen Gesteinstyp, womit er einen 50% Spätzdev-Bonus bekommt. Na gut, dafür haben wir ihn ja fast gewonnen. Skorgro, okay, Moment, das macht Neo.
ich so einen wunderschönen Eisstrahl für den. Ja, und so wie es aussieht, schaffe ich Ignaz noch. Dann darfst du die letzten zwei dann einfach machen. Lucien und Cynthia. Muss ich noch der Abspann hinten dran. Von daher passt das. Jo. Cynthia wird eh ein bisschen komplizierter. Geobas, ja gut, da bleiben wir gleich drin. Robustheit hat ja hier noch keinen dämlichen ich überlebe mindestens mit 1 KP-Effekt. Ja, genau. Der kam erst in der 5. Gen dazu. Der Volltreffer war, glaube ich, nicht nötig. Das hat mich auch am Anfang noch ein bisschen verwirrt. Da war man auch darauf eingestellt, dass sie irgendwelche Fähigkeiten besitzen und dann stellt man fest, dass es doch nicht so ist. So. Okay, was machen wir denn gegen Ignaz? Das wird ein Kampf für Neo. Also eigentlich müsste Neo das alles easy wegkloppen. Ja, solange er keinen Sonntag rauskriegt, das ist das Einzige, was wir irgendwie verhindern müssen. Ich will trotzdem unseren Whitey wiederbeleben, weil der kann in dem nächsten Kampf auch nochmal relativ nützlich sein. Ups, komisch wollte ich. Supertrank. Weil Nick können wir hier auch gut brauchen in der nächsten. Der kann mit seinem Erdbeben noch machen. Weil Nico wird eher ein bisschen unbrauchbar in der nächsten Kampf. Ja, dann hoffen wir mal nicht, dass alle draufgehen, bis auf Wendigo. Aber ja, das gut, wird unwahrscheinlich. Wendigo kann sogar noch was machen. Der hat einen Schaufler. Hundemon. Ja gut, das ist leichtes Spiel für Neo, weil Neo ist schneller und Hundemon hat eine ziemlich beschissene Def. Also Verteidigungsbasis 50 spricht für sich. Das weiß ich gerade noch so schön auswendig, weil ich den erst neulich im Lexikon drin hatte. Panferno. Bleiben wir gleich drin. Panferno ist in beiden Verteidigungsbasen ungefähr gleich stark, allerdings ist Surfer noch ein bisschen besser als Kaskade. Ja. Oh. Er hat's überlebt. Donnerschlag. Den könnten wir sogar überleben. Ich meine, der hat weder eine Eisenfaust noch hat einen Step drauf. Jetzt da die Tap-Genesung. Aber mein Interesse halber schauen, was die Kaskade abzieht. Ich vermute mal fast ein klein bisschen weniger. Oh, also ist jetzt ein Crit. Nee. Wir haben den Crit. Jetzt werden wir es wohl doch nicht erfahren, was stärker ist. Aber ich meine, der Surfer ist ein bisschen stärker. Sendet dann mal 15 Base Power Unterschied und Angriff und Spezialangriff sind bei Neo jetzt nicht so weit auseinander. Ein Galoppa. Haben wir noch irgendwas, was man. Na gut, wir bleiben mit Neo einfach drin. Der soll einfach kaputt hauen, was er kaputt kriegt. Und ja, vielleicht können wir ihn ja flinchen lassen. Haben wir auch noch eine 20% Chance drauf mit der Kaskade. Oder wir one-hitten es einfach. Obwohl, das letzte könnte eigentlich auch einen Schlag überleben. Magbrand ist auch gut auf der speziellen Verteidigung. Auf der physischen ist er so lala. Na gut, hat halt relativ hohes Level im Vergleich zu Hundemon. Wupan. Wie auch immer das ist. Panferno, so. Level 57. Aber, oh, Neo macht wieder einen Volltreffer. Oh, aber der Flammkörper hat uns verbrannt. Ja,
Das heißt, wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann... Okay, gerade den wollte ich jetzt eigentlich noch physisch kaputt kloppen. Aber, ja. Dann machen wir das jetzt. Wobei, wollen wir das mit Nick machen? Flamara hat eine ziemlich bescheidene physische Def und eine ziemlich krasse Spätz-Def. Also eigentlich egal, du könntest immer versuchen, noch mit Neo was drauf zu kloppen, in der Hoffnung, dass noch ein Crit kommt, weil der geht Hyperheil oder so. Ne, da muss man ja Beleber rausholen. Also eigentlich ist egal. Also kannst du auch mit Nick versuchen. Ich probier's mit Nick, der ist also schneller als Flamara, sind wir so oder so. Weil Flamara ist langsam. Ich probiere einfach mal, ob ein Erdbeben das Viech umhaut. Ich glaub's zwar nicht ganz, aber probieren kann man's. Ich meine, das Ding hat ja nicht mal volles KP-Investment. Ich meine, die Gegner haben ja keine EV. Und Flamara hat auf der physischen Seite nicht wirklich einen Bulk. Auf der speziellen, da hält's was aus. So, dann haben wir den Ignaz auch besiegt und dann darfst du jetzt gleich weitermachen. Ich heile dir aber die Pokémon schnell nochmal voll und... So. Ich weiß aber noch nicht, mit wem wir den nächsten Kampf leaden. Also wir könnten bei der nächsten nochmal versuchen, mit Tuppers zu sweepen. Du kannst ja schon mal nachschauen, was kommt. Pantimos. Pantimos als erstes. Okay, dann können wir wahrscheinlich mit Turbot sweepen. Ein-, zweimal Ränkeschmied boosten und damit Spukball drauf. Das müsste dann eigentlich reichen. Dann haben wir noch Feuerheiler. Wir haben Para, Aufwecker, Eis und Hyper. Ja gut, dann nehmen wir halt Hyperheiler. Hier den Trank kann er auch noch haben. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr wirklich. Und wenn wir schon dabei sind, Bendigo kriegt seine letzten 1 KP auch noch. So. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis gleich. Alles klar. Auf Wiedersehen.